Soll und Haben sind die Spitznamen der deutschen Banktürme. Das Soll dominiert zurzeit. Rekordverluste bringen das Institut ins Wanken. Er hat 3 Jahre in den Türmen gearbeitet. Innovationen voranbringen war sein Job. 2014 kündigte Lars Rainer. Er sah dort keine Zukunftsperspektive. Also für mich hat es immer den Eindruck, dass sich die Bank eigentlich viel zu viel mit sich selbst beschäftigt. Wenn man überlegt, was eigentlich den Kunden am Ende interessiert, dann geht es darum, dass neue, sinnvolle Produkte, dass die Konditionen zu den Leistungen passen, dass der Service sich entsprechend so verhält, dass es online und innovativ ist, was an Lösungen präsentiert wird. Und stattdessen war es in den letzten Jahren einfach immer so, da gab es Kostensparmaßnahmen, da gibt es Integration von anderen Banken. Da gab es irgendwelche jahrelangen Groß-IT-Projekte, die Ressourcen verschlungen haben, die zwar die Bank eigentlich stärker machen sollten, aber die natürlich nach draußen hin wie Stillstand aussehen. Der Klang vom Niedergang. An der Kurstafel ging es in der letzten Zeit für die Deutsche Bank meist abwärts. Um Vertrauen an der Börse zurückzugewinnen, will die Bank massiv sparen. Doch Börsenexperten wie Joachim Goldberg ist das zu wenig. Es ist ein Zug unserer Zeit, dass wir denken, über Kostensenkung etwas Werthaltiges zu kreieren. Das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen sind auch die Börsen und die Stimmung an den Börsen ist deswegen in dieser, ja, in der, ich will nicht sagen depressiven Stimmung, aber dennoch tendenziell depressiv veranlagt, weil kein Wachstum zu sehen ist. Noch ist bei der Deutschen Bank keine neue Wachstumsstrategie erkennbar. Tag und Nacht wird an der Strategie gearbeitet, allerdings seit Monaten ohne Ergebnis. Benoît Toussaint berichtet bei der Nachrichtenagentur AFP über die Deutsche Bank. Die Krise des Instituts findet weltweit großes Interesse, denn sie wird als die Deutsche Bank gesehen. Bei der Finanzkrise wissen alle europäischen Länder, dass die Schwierigkeiten nicht an den Grenzen stoppen. Man ist diesem Dominoeffekt bewusst. Deswegen beobachten die Franzosen, was mit der Deutschen Bank passiert. Wir wissen, dass keine Bank unsterblich ist. Auch wenn eine Bank groß ist, also keine ist too big to fail, meiner Meinung nach. Die Bank selbst äußert sich derzeit nur mit Pressestatements im Internet. Wegen des Aktienverfalls betont sie, dass die Bank solide finanziert sei. Zudem kauft sie eigene Anleihen auf, um zu beweisen, sie habe genug Reserven. Nachdem man in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, wir sind quasi zahlungsfähig, hat man sich natürlich die Frage gestellt, oder das ist die automatische, reflexhafte Reaktion des Anlegers, gab es denn jemals einen Zweifel daran, wenn das jemand betont? Und deswegen war dieser Rückkauf war deswegen erforderlich, war fast zwingend, kann man sagen, um den alten Status quo wiederherzustellen. Die Zukunft der Finanzbranche wird hier gestaltet vom Ex-Banker. Mit 2 Partnern betreibt Lars Rainer ein Internetportal, bei dem Privatanleger ihr Geld anlegen können. Alles ausschließlich online. Eine Idee, mit der er bei der Deutschen Bank scheiterte. Es liegt im Prinzip einfach daran, dass die Organisation einfach sehr groß ist, träge, wenig innovativ und dass sie auch viele Kosten aus der Vergangenheit hat. Sie hat Abteilungen, die sich einfach mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Und wenn man das jetzt einführen würde, würde man sich selbst kannibalisieren und würde andere Geschäftsbereiche auflösen müssen. Und da ist einfach eine Bank noch nicht so weit, dass sie sich das leisten kann oder will aktuell. Die Deutsche Bank braucht mehr Zeit, um ihre Probleme zu lösen. Doch die Anleger wollen schnelle Erfolge sehen, die das Geldhaus nicht liefern kann.